Einen wunderschönen Buongiorno, Ladies und Gentle People, an diesem Sonntag. Es ist jetzt 2:30 und wir treffen uns heute mit einem YouTuber, der dazu aufgerufen hat, sich heute bei der Bremer Waterfront zu treffen, zum Filmdreh. Herzlich willkommen zu neuen Kniehill News. Am 29.05. wird es auch etwas Neues geben, und zwar etwas Interaktives. Ihr könnt dabei sein. Ich habe das ja schon mal gesagt in einer News-Folge, ich drehe Dr. Tessa 5 gerade weiter. Und der aktuelle Stand ist sogar, dass wir die Hälfte der Folge schon im Kasten haben und auch schon geschnitten sogar. Und am 29.05. drehen wir in Bremen um 14 Uhr an der Waterfront und ihr könnt dabei sein. Ihr könnt mitdrehen. Wir brauchen ganz, ganz viele Dummies. Kommt vorbei, ich freue mich auf euch. Wir machen gleichzeitig so ein kleines Knicheltreffen raus und setzen uns dann noch gemütlich hin. Auf Facebook gibt es zu dem Drehtag auch schon eine Veranstaltungsseite. Bitte klickt doch auf Teilnehmen, wenn ihr da teilnehmen wollt. Da steht auch die Adresse und alles Mögliche. Einfach bei Facebook Dr.Tissor5 suchen, oben eingeben, dann kommt ihr schon zu dieser Veranstaltung. Ich hoffe, das waren für euch tolle Neuigkeiten. Wir sehen uns bis dann. Rock'n'Roll. Uhuhuhu. Wenn Kniehill, wenn man Kniehill treffen kann, sofort hin. Also machen wir uns jetzt auf den Weg. Ja, und kaum kommt Kniehill mal nach Bremen, ist das Wetter scheiße. Die ganze Woche über so 35 Grad, richtig warm, schön, man schwitzt sich richtig alles von der Seele. Kaum ist Kniehill da, fängt es an zu regnen. Böses Omen, ich weiß es nicht. Wieso, Gott, wieso? Okay, das erklärt einiges. Also nicht mehr von mir, sondern ich versuche jetzt noch gleich ein bisschen was vom Kniehill einzufangen. Mal schauen, wie es wird. Ich bin schon gespannt. So, da sind wir jetzt bei der Waterfront. Und dann wollen wir doch mal gucken, wer gleich alles da ist. So, da haben wir den großen Eingang von der Waterfront. Sieht noch sehr leer aus. Aber Kniehill hat ja auch gesagt, wir treffen uns nicht vorne, sondern hinten auf der Rückseite. Schauen wir mal, wie es da aussieht. Ich schätze mal, ich bin nicht alleine wegen Kniehill hier, oder? Das sieht gut aus. Ich bin der geilste Typ, den die Welt je sah. Wenn ich mit den Fingern schnipp, fällt jeder Wonder Bra. Steig in mein Auto ein. Das ist das Schöne, wenn man so mit so vielen Leuten unterwegs ist, die auf YouTube unterwegs sind, und man holt die Kamera raus, keiner guckt einen doof an, was macht der da? Mein guter alter Kumpel Erik ist auch hier. Und Leute, das seht ihr mal, ich bin nicht krank. Jetzt ist er hier.
gesehen. So, und hier der Beweis, Gronkh hat mit Gronkh gedreht. So, es war ein richtig geiler Tag mit Gniechel. Wir hatten neue Freunde kennengelernt und man hat Nummern ausgetauscht, man hat mit Gniechel sich gut zusammengesetzt. Wir haben noch schön was zusammen gegessen, noch schön was zusammen gemacht. Aber worum es in dem Video geht, wird nicht gespoilert. Da müsst ihr warten bis zum 12. Juni. Dann kommt es raus, das Video, bei Gniechel auf dem Kanal. Und naja, man will ja nicht zu viel spoilern. Deswegen schaut bei ihm auf dem Kanal. Ja, wer ihn nicht kennt, hier oben ist sein Link. Und einfach schauen, wird richtig geil. Bis dahin sag ich, hasta luego. Und nicht vergessen, anschauen, liken, abonnieren. Euer Mitch von Two's Creek.